Also das Haus wird groß. So. Da ist ja auch ordentlich was Was? zu bieten, sage ich mal. Also mit von wegen Taverne. Ja. Nope. Okay, das, so. Nee, warte. Jetzt muss das wieder höher. Slow Ja, Potions. nee. Es ist. Ja, doch. Slow Jetzt geht's. Rolling 64. Alter. Achso. Und dann so kannst du es einfach so machen, dass du zum Beispiel als Boden das hier auffüllst. Ja. Und dann warte, es wird steil. Wo willst du den Eingang haben? Da vorne, oder? Entlang. Vielleicht sogar gegenüber, ja, keine Ahnung. Ja, oder man macht es hier. Das geht natürlich auch. Dann würde ich das so machen, Hier. dass ich den Boden einfach hier sozusagen Okay. auffülle. Dass das der Boden wird, die Fläche. Und dann Ist habe ich sogar einen mittig, wenn Block man hier fest. eine Tür macht. Das kannst du machen. Aber du machst halt irgendwie hier so an den Rand, aber das ist dir überlassen. Absorption. Warte mal. Jetzt habe ich falsch gebaut. Ups. Nee. Ja, das geht schon. Velron, Ja. wäre es für dich in Ordnung, wenn ich bei dem Boden mit dem Muster bleibe, aber mit den Farben ein bisschen variiere? Ja, gerne und so. Das ist dir überlassen, wenn du das Haus baust. Einrichtung ist eigentlich, also kann bei jedem Haus anders sein. Ich war bei mir jetzt direkt komplett Weinkeller oder irgendwas, so, wo das wird. Schnapskeller. Jetzt sollst du dich erstmal um dein Dach kümmern. Ach, hat noch Zeit. Alles für den Dachschaden. Dann können die Leute später einfach in den Himmel steigen, wenn die sich Ja. besoffen haben. Levitation. Was hab ich denn geschrieben? Levitation. Ach, Leviathan. damit schon wieder ein Tee. Ha. Schon wieder. Bring, bring, bring. So. Mein Spirituosenvorrat ist fertig. Jetzt nicht mehr. Ha. Also kann man überhaupt nicht aufsteigen, Bro. Das ist alles verbuggt. Ich habe einfach nur eine Farbe gemacht und dass in jeder Kiste eine andere Farbe drin ist, damit es ein bisschen bunt ist. Ich habe da irgendwelche Sachen reingemacht, keine Ahnung, was überhaupt ist. Dragon Breeze, I don't know. Slow Falling, na gut, ist selbsterklärend. Einfach damit es ein bisschen bunt ist. Gott, Komm jetzt ich habe ich die dann ganze Zeit zu diesen Slow. scheiß Effekt und ich kann nicht fliegen. Hallo. Das nervt. Mann. So, da muss noch mal hin. So, da war ich fertig. Jetzt siehst du, reicht ja. Oh. Also ich würde vorschlagen, so, dass das ein Ein-Etagen-Dach wird, Haus wird. Ja. Was? Es ist ja schon fast so Das. groß wie das andere. Also. Eieiei. Ja, ich hab's auch gesagt. Eine Idee.
gleich ein eher flacher. Oh, das ist die perfekte Idee. Ah nee, das geht jetzt hier nicht. Nur bei manchen Häusern geht das. Nee, was? Das geht jetzt auch hier nicht. Oh, wie was? Okay. Wie bei Sörens Haus geht das, dass man hier das so macht, dass die sozusagen so überstehen, die Balken. Ach so. Und dass man dann hier einen Knopf oder so drauf macht. Ich brauch mal kurz ein Auto. Aber es geht halt nur bei den einzelnen Stammhäusern. Hm, okay, cool. Sieht sehr ungesund aus. So, weg mit dir. Dach. Uff, Dach. Ich ziehe einfach so eine Plasteplane drüber. Let's go. Nein. Also ich würde ja sowas vorschlagen, wie wir bei den anderen Häusern gemacht haben, also sowas Geschwungenes. Oh, da bin ich ganz, ganz schlecht drin. Das ist super einfach. Guck mal, du musst nur hier einen Block platzieren. Platzierst du hier einen Block, dann hier so, 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 so. Sind wir gleich schon. Jetzt sind wir schon in der Mitte, also so, 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 so. So. Und dann geht's wieder runter. So. Ich bin halt ein Zackebus, ich habe andere Qualitäten. Aua. Ach. Oh Scheiße, jetzt habe ich mich verbaut. Hieß der? So, ja, ich habe falsch angefangen. Ich würde mich schon direkt beim zweiten Block verbauen. So, jetzt musst du das einfach nur noch auf die andere Seite kopieren und langziehen. Das wirst du ja hoffentlich schaffen. Boah, ich hätte gerade so gerne mein Replacement-Tool. Obwohl, haben wir das hier? Weiß ich gar nicht. Nee, ja, ich dachte, Hammer. Ja? Oh so mein Gott, ja, die geht. Erde hat mich wieder. Kannst du machen. Nice. So, dann macht das mal den Flugmodus. Ui. Eins drüber, okay. Für mit dir. Sakura, ich habe hier so welche Abteile, also so Abteile gemacht, bei so einer langen Wand. Soll ich das hier auch noch machen oder eher nicht? Seite. Wo genau, was meinst du? Hier die Seite. Soll ich da noch sozusagen einen Teil reinmachen? Oder zwei. Ach so. Welche so Trennungen mit den Stämmen nochmal machen, die auf der anderen Seite. Hm. Oder reicht das? Bei dir also eine Grenzung. Nein, nee, zwei ist zu viel. Aber eine könnte man auf jeden Fall noch machen. Ja, eine, das Problem ist jetzt halt, die sind... Nicht symmetrisch. Nee, so wäre es symmetrisch. Nö. Und das sieht, glaube ich, komisch ja, nee. Aus. Darum würde ich, glaube ich, gar keine machen, oder? Wie hoch ist denn das? Mit den Treppen dran? Treppen dran? Stimmt, dass ja, das so eine Pyramide ist? Nee, wahrscheinlich.
Wie würde denn das aussehen? Ja, was ich mal gemacht habe, ist das hier, warte. Oder so, genau. Das hier. No. Ja, das hat was, ja. Ja? Ja, auf jeden Fall. Was meinst du, Ronny? Ja. Oh, warte. Verbessern. Warte. Dann hat das ein bisschen mehr Look. So. Hm. Dann sieht das auch wie die Stämme aus. Ja, das hat was. Oh. Hier, bei mir ist hier noch mehr Hühner-Action, also wirklich. Aber zum, ja, noch vorne. Oh! Holla, die Waldfee. Da kommen wir einen Screenshot machen. Ja, das ist ja auch eine schöne Ansammlung. Oh. Wo bist du? Wo bist du? Ich will Kamera gucken. Ach, da. Und einmal lächeln. Tschüss. Okay, ist vorbei. Die Taverne mache ich dann auch wieder 3 Blöcke hoch, die erste Etage. Oh, das sieht ja schön aus. Dankeschön. Ich fand, das passt gut zusammen. Auf es Partner. Ist Akazien und Spruce, oder? Hm. Oh. Vor allen Dingen in Kombination mit den Fenstern wirkt es viel größer, räumlicher, freundlicher alles. Ja. Ne, weil so bleibt man schon im Muster drin, aber haben halt ein bisschen mehr Abwechslung mit den Farben. Was war das gerade? Mega. Oh. Ja, also das wird ein Riesenhaus, würde ich sagen. Ne, es passt ja, weil... So, oder... Meinst du bei Sören? Bei Sören. Oha. Ja, also ja gut, ich meine, wir brauchen noch einen Kornspeicher. Von der Größe her. Na, theoretisch könnte, na, ja, so ein kleines. Apropos, aber so ein Kornspeicher eher so rund, ja. Könnte man mit Treppen machen, allen möglichen. Das war ja so groß markiert, also. Ich würde vielleicht den Korn, also, na, jetzt nicht Kornspeicher, aber das Lager. Also wenn das Hauptlager ist das hier nehmen, weil das auch so ein bisschen länglich ist. Wo ich jetzt gerade drin stehe, das würde ich jetzt. Vielleicht doch irgendwas passend zur Kirche. Ich höre schon die ersten Bienchen. Nein, das ist kein Bienchen, das ist ein Succubus. Gar nicht. Nein. Platz. Oh Gott. Ich muss irgendwie gerade an Angry Birds denken. Mitten im Flug geschlüpft! Mitten im Flug! Heute im Matheunterricht lernen wir die Parabel. Ich hätte gleich den dunklen Parabelritter auf mich.
Es ist ein Ossi, der wird zu mir halten. Ja, das sind ganz schön viele. Woher kommen die nur? Keine Ahnung, die sind aus dem Himmel gefallen. Dinge sind geschehen. Das ist sehr cool. Ja, ja. Ich habe schon wieder drei gesehen. In die Ecke. Okay. So. Wollen wir mal weiter bauen? So. Ich kopiere mal erstmal dich. Achso, die Treppen brauchst du gar nicht kopieren, mein lieber Bayern. Achso. Ja, ich, also ich bin am überlegen, ob ich irgendwie von innen denn noch irgendwie so Baumstämme machen, so als tragende Struktur, weißt du? Da könnte man ja durchaus ja. Dann die Dinger damit ersetzen dann. Ja, aber diese stören halt später in der Struktur später, weil ach so. Hier ja eine Wand hin muss und darum sind sie nur eigentlich für außen. Ha. Boink. Darum will ich die erstmal wieder wegnehmen. Also die umgedrehten dann später halt nur cool. Hier. Schwerkraft. Mein Haus aus? Nein. Ich schmeiß gleich Hühner auf dich. Ich glaub, das nicht. Einfach das Autoklick aktivieren und dann 300 Hühner pro Sekunde. Autoklicker Linksklick geht in deiner doch. Ich habe nämlich einen, da kann man so ein Häkchen setzen mit Human Click. Da wird quasi das Klicken und das Loslassen simuliert und darauf reagiert dann auch mein Test. Mhm. Der Profi hat gesprochen. Aber sowas von. Hey, Moment mal. Was? Halt. Hey. Was machst du denn da? Du hast hier auf der einen Seite. Ach so, da hast du Treppenplatz. Ach so, sind Treppen. Ah, gut, dann kann ich die natürlich nicht kopieren. Dann muss ich das Slabs hinsetzen. Verstehe. Slap. So. Ich werde eingebaut. Tschüss. No? Ups. Hier ist dann, kann ich ja hier oben in der Treppe, wo eh das Lager ist, kann ich ja den Bereich gleich nutzen, um hier auch eine Leiter nach oben zu machen. Das würde dann optisch relativ gut passen. Ja. Weil eben Dachboden ist ja auch mehr so Lager. Und dementsprechend passt es dann ja auch so vom, ne, vom wie man sich im Haus bewegt, quasi. Ja. Kleine. Bauwerk an der Seite. Ding, 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 ding. Aua. Nice. Ups. Ah. Jetzt hast du auch ein Geländer. Hm? Hallo. Das wohnt jetzt hier. Das ist schön alleine, das kommt sich die ganze Zeit um. Nein, im Fernsehzimmer habe ich auch schon Einwohner. Ich hoffe nur, die zahlen auch irgendwann mal Miete. Ja, so. Miete bezahlen, es gibt so viele. Ja, mit Fleisch.
Muss man da eine Triggerwarnung machen, dass diese Folge nichts für Veganer und Vegetarier ist? Oder? ich frage nur, nicht, dass die. Wenn es nicht so teuer wäre, hätte ich auch kein Problem damit. Aber da musst du ja schon mehrmals jährlich im Lotto gewinnen, um. Ja. Ja, es heißt Luxusfood, ne? Die Firmen wissen halt, dass sie damit Geld machen können. Also. Ja, und was ich immer so problematisch finde, die Firmen, die rein vegan, vegetarisch herstellen, die sind teurer, weil die anderen, die auch, ich sag mal, normal die Wurst herstellen, zwischen den, wenn die Produktionskette ändern von normalem Fleisch auf vegetarisch, die säubern nicht dazwischen. Das heißt, du hast trotzdem immer noch Spuren von Fleisch drin. Ja. No. So, geht das? Jetzt kann ich dich kopieren. Ja, es geht. Ha. Oh, dieses Replacement-Tool. Hm. Ich liebe es. Wie war, um das nochmal zu verdanken? Zuckermine. Ah, ich dachte es mir schon, ich wollte es nicht sagen, nicht, dass ich hier wieder wie ein Dummy rüberkomme. Dumm. aber da hatte ich mich bei Zuckermine auch schon bedankt. Das ist das Lebensretter-Tool überhaupt. Aber sowas von. Ich da mit Zuckermine geschrieben hatte, du hattest mir das, glaube ich, erzählt, Conny, dass Zuckermine das gemacht hat und wo ich ihn mal getroffen habe. Per Zufall musste ich dann mich gleich mal bedanken. Ja, das ist halt so ein Tool, das lernst du halt so komplett zu nutzen, so wie als wenn es halt fest dazugehört. Und irgendwann gehst du dann mal auf einen anderen Server, der nicht mir gehört. Und auf einmal merkst du erst, was dir fehlt, so. Warte mal, was gibt's? Ja, viele Server haben das Tool nicht. Das war jetzt so gemeint, ich war vorher noch nur eigentlich auf deinen Servern. Nein, ich bin ja aktuell auch, komm noch auf anderen Servern. Also ist aber eben, gerade wenn ich dann mal doch so ein bisschen rumschnicke, auf anderen Servern zu gucken, was so in der Welt draußen abgeht, sozusagen, dann ist halt, laufe ich immer erstmal ein bisschen rum. Und dann versuche ich ein Haus zu bauen und wieder das Haus bauen, fällt mir dann sofort auf, scheiße, ich bin nicht mehr auf meinen Servern. Das ist wirklich so. Ob es nur das Unified Inventory ist, was ich vermisse, oder diese Replacement-Mod oder was auch immer. Ist halt, ja. Ich weiß noch, welchen war denn das? Ja, sieht gut aus. Ich glaube, der auf dem Creative so ein schönes Wolkenschloss gemacht. Und ohne das Replacement Tool, ich wäre so aufgeschmissen gewesen. Ja. Alleine das Hochbauen und alles, das ist ja nicht ohne. Auf jeden Fall, ja. So, was haben wir denn hier für schöne Lampenfarben? Ah, gelb. Das ist doch orange. Orange sieht doch gut aus. Bin ich jetzt da? Gut, ist jetzt nicht sehr mittig, aber man kann das so machen. Was ist das denn? Na, so eine Lampe. So, Lampe. So. Und dann mache ich von oben noch so ein paar Druckplatten drauf. Obwohl, diese Druckplatten schließen ja nicht komplett ab, ne? Einfach so. Was? Jo. Nee, es geht darum, dass man die dann von oben nicht sieht. So. Von unten kann es ruhig so offen bleiben. Das sieht ja von Optik her ganz schön aus. Aber von oben, da sieht man halt die Lampen auch durch. Da weiß ich nicht genau, was ich da mache. Ups. Ding, ding. Ding, ding. Ding. Weil diese Druckplatten, die. Hä? Öffnet ihr auch die Türen? Wie,
Wieso klingt das so, als würde man nicht die Tür öffnen? Ach, ja, deine, diese Holzdinger, die du reingeklatscht hast, die öffnen sich dabei immer. So, aber wie gesagt, die können eh ab. Die können so, ja. Tada. Was du vielleicht noch ein bisschen hast, ist, wo ist es da? Hier ist eine Lücke. Achso, nee, das soll so sein. Das ist immer so, irgendwie so ein Designelement. Ich weiß gar nicht, warum ich das so mag, aber ich mag es halt unglaublich. Das ist so, ja, das ist halt eine, ja, ich kann es nicht mal erklären. Was genau? Dass die Wände gar nicht zur Decke hin abschließen, sondern dass da eine Lücke zwischen ist. Das machst du oft, ja. Ja, ich habe keinen Plan, warum, aber ich finde es unglaublich schön. Das ist auf dem Anführungsstrichen Serverraum so von Mindclone. Es ist auf dem Creative überall. Ja. Deine Let's Play-Hütte, glaube ich, auch, oder? Ja, ja. Ich habe das irgendwann mal, als wir in meiner Oberschule. Oh, war es schon die Oberschule? War es noch die Grundschule? Weiß ich gar nicht mehr. Da waren wir irgendwann mal bei so einem Bauernhof, so als Klassenfahrt. Und da war ich halt auch in so einem, halt in dem Bauernhaus. Und da war es halt auch so aufgebaut, dass das Dach halt relativ freitragend war und die Wände halt nicht nach oben schließend waren. Und ich fand das halt so prägend, so schön, dass, ja, irgendwie muss ich das jetzt auch immer so bauen. I don't know. Das ist hängen geblieben auf gut. Ja. Ja. Wahrscheinlich verbunden mit der schönen Erinnerung, da macht man sowas dann eher. Also wahrscheinlich, ja. Ja, das hat was von einem positiven Trigger. So. Und ich klatsche einfach noch eine Slab-Reihe um drauf. Wobei, da kann man keine Kisten mehr aufstellen. Also mit dem Schönsten, wo ich als Kind mal war, lässt sich schlecht nachbauen. Das ist ungelogen. Es gibt eine Ponderosa. Aber was? Da haben wir Kinder, ja, auch wie so ein Bauernhof, wo man so melken üben konnte an so künstlichen Häutern, ja, und sowas. Aber wir haben in Tippis geschlafen. Wir haben wirklich Cowboy und Indianer gespielt. Oh Mann, Alter. Und Ponderosa, das ist als, ja, wie spielt Manitou, die Ponderosa. Und es gibt sowas. Ich brauche mir mal braun. Ach, nimm mit. Nimm mit. Da, du nach da, du nach da, du nach da, so. Ich mach mal hier. Ja. So, dann haben wir das schon mal. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das passt ja perfekt. Oh, halt. Das sind die falschen Kisten. Die brauche ich. Bäh. So viele Hühner bei dir. Das frage ich mich ja. Keine Ahnung. Vielleicht wollen die raus von mir. Vielleicht ist das irgendwie so eine Spawnstelle.